Hallo, willkommen bei einem neuen Interview hier auf meinem Kanal. Du kannst dich gerne mal vorstellen. Hallo, mein Name ist Markus Schmidt und mein DJ-Name ist DJ Blackman und ich freue mich gerne über ein Interview mit dir. Genau, wie immer, meine erste Frage ist, was für ein Handicap hast du denn? Ich habe eine Sehbehinderung und bin kurzsichtig und brauche für draußen eine Fernbrille, weil sonst sehe ich nichts. Okay, hast du vielleicht noch irgendein anderes Handicap, was du uns so sagen könntest? Nein. Nee, sonst nichts. Nein. Gut, sag ich mal, wie kommst du mit deiner Behinderung im Alltag da eigentlich zurecht? Ich komme ganz gut zurecht. Ich arbeite halt auch mit sehr viel am Computer und ja, draußen komme ich auch gut zurecht. Ja. Okay, hast du vielleicht mit dem Thema Mobbing-Erfahrungen, dass du vielleicht wegen deiner Behinderung irgendwie gemobbt wirst oder da oder früher mal gemobbt worden bist? Nein. Nee, gar nicht. Nein. Hast du vielleicht für andere Menschen Tipps, die vielleicht jetzt gemobbt werden? Ist ja egal, ob die ja ein Handicap haben oder nicht. Halt, wenn die Leute gemobbt werden, hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp, was die denn dagegen machen können? Da habe ich jetzt wenig Erfahrung damit, weil ich das noch nie so hatte, dass ich gemobbt wurde und darum kann ich auch niemandem weiterhelfen. Okay, gut, auf jeden Fall, du machst ja, hast eine Facebook-Seite, wo du ja Musik machst. Was genau machst du da denn? Ich lege im Kinder- und Jugendhaus auf, im Klüpfel und spiele eigentlich alles, was so das Herz hergibt. Zum Beispiel von Schlager, Rock, House, Jazz, ja und so weiter, was halt grad dran kommt. Okay, wie viel mal in die Woche oder im Monat ist das eigentlich? Also insgesamt ist es dreimal im Jahr. Also die erste war im März und die aktuelle ist jetzt am 23. Juni und dann die nächste ist am 17.11. Also jetzt, Okay. ja. Hast du vielleicht noch mit anderen Menschen mit einem Handicap Kontakte in deinem Umfeld und so? Also durch meine DJ-Arbeit komme ich sehr viel mit anderen Behinderungen auch in Kontakt. Okay. Wie ist das so? Versteht ihr euch sofort oder dauert das zum Beispiel erst etwas? Es geht manchmal relativ schnell, die Verständigung zum Beispiel, aber es kann auch mal zu Verzögerungen kommen. Okay, wie genau ist denn die Verzögerung? Manchmal durch die Sprachbarriere, zum Beispiel, wenn jemand nicht deutlich das aussprechen kann, durch die Sprachbehinderung, habe ich manchmal Schwierigkeiten, ihn zu verstehen. Dann muss die anderen relativ ruhig und dann ich das dann mit dem anderen in Ruhe besprechen kann. Okay. Dann eine andere Sache über dein Handicap, über deine Sehbehinderung. Hast du die Sehbehinderung seit deiner Geburt oder kam die durch irgendeinen Unfall? Seit Geburt. Okay, was genau ist denn bei der Geburt denn vorgefallen, dass die Sehbehinderung halt eben aufgetreten ist? Da kann ich jetzt halt nicht sehr viel dazu sagen, das weiß ich nicht. So, dann die nächste Frage. Bist du vielleicht wegen deiner Sehbehinderung irgendwie eine Behandlung von einem Arzt oder musst du dafür Medikamente nehmen? Medikamente nein, aber ich kriege Krankengymnastik und Ergotherapie. Okay, dann direkt mal, bleiben wir einfach mal bei das Thema. Wie oft hast du denn das in die Woche oder wie oft halt? Krankengymnastik und Ergo ist wöchentlich immer Dienstag. Okay, wie kommst du damit klar? Kommst du damit zurecht? Ja, komme ich gut zurecht? So, dann die nächste Frage ist, wie kamst du eigentlich darauf, denn eigentlich Musik aufzulegen? Ich habe angefragt in 2016 ziemlich früh das Kinder- und Jugendhaus per Mail. Und dass ich mir das vielleicht vorstellen könnte, bei denen aufzulegen als Sehbehinderter.
Es ist nicht leicht, irgendwo einen Platz zu kriegen, der auch zu gleicher Zeit noch gefördert wird. Mhm. Also wie gesagt, vom Klüpfel, also ich muss keine Raummiete zahlen. Ich kann einfach die ganzen Eintrittsgelder selber behalten und muss die nicht abgeben. Mhm. Und da, da die erste Veranstaltung war dann im September 2016. September. Okay. Und ich, da war das erst eine, so zwiespaltig zwischen einem Behinderten und Nichtbehinderten, haben die sich sehr schwer getan, mit mir da zu kommunizieren. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es weiter und weiter. Und jetzt sind wir schon so weit, dass wir jetzt schon fast ein Jahr, über ein Jahr Klüpfel haben. Okay. Von wem wird das Ganze denn eigentlich gefördert? Es wird durchs Kinder- und Jugendhaus Klüpfel gemacht. Gefördert? Ja, ich sag halt gefördert, weil ich habe keine Raummiete zu zahlen. Also okay. Ja, auf jeden Fall eine gute Sache, was du da machst. Hier in diese Sache will ich mal das Interview gerne mal beenden. Auf jeden Fall bedanke ich mich, dass du dabei gewesen bist. Kannst dich gerne noch verabschieden. Ja, ich fand es auch schön, mit dir das Interview zu führen. War ein bisschen aufgeregt und vielleicht hat man es ein bisschen gemerkt. Aber fürs Erste fand ich es ganz gut. Und ich will hoffen, dass sich auch sehr viele Leute mal auf meiner Facebook-Seite sich umschauen und sich mal die Veranstaltungen anschauen. Es lohnt sich, die anzuschauen. Die sind immer sehr gut besucht. Ja, bestimmt. Auf jeden Fall, seine Facebook-Seite ist mal unten für euch in die Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr, wie gesagt, wenn ihr wollt, gerne mal vorbeischauen. Und dann sage ich mal, wir sehen uns bei der nächsten Video, Leute. Bis dann und haut rein. Ciao.